Okay, wir sind jetzt hier beim OpenSUSE-Stand und ich rede jetzt hier mit... Dan Czermak. Dan Czermak, okay. Du hast den einfachsten Namen ausgesucht von allen hier. Okay, so, dann würde ich jetzt einfach mal allgemein fragen, was ist denn OpenSUSE, beziehungsweise was macht denn OpenSUSE als Linux-Distribution denn aus? Also OpenSUSE ist im Prinzip der Community-Spin von SUSE Linux, beziehungsweise wir haben zwei Hauptdistributionen. Eine davon ist die Community-Variante von SUSE Linux Enterprise und das andere ist eine Rolling-Release-Distribution, die nennt sich Tumbleweed. Was uns kurz gefasst besonders macht, wir haben halt zum einen diese stabile Distribution, die auf einem Enterprise-Modell aufbaut. Und zum anderen haben wir eine Rolling-Release-Distribution, die ziemlich gutes Tooling dahinter hat und insbesondere eine komplett automatisierte Quality Assurance. Und würde ich sagen, das ist so eine der wenigen Rolling-Release-Distributionen, die auch trotz Rolling-Release nicht immer mal kaputt geht, sondern dafür sehr, sehr stabil ist. Wir haben noch haufenweise Tooling im Hintergrund, also vielleicht hat der eine oder andere schon mal über den Open-Build-Service gehört. Das ist das Build-System dahinter. Das ist für, zumindest so aus meiner Entwicklersicht, ist das somit eines der besten Distributions-Build-Systeme überhaupt. Also wie funktioniert das konkret, dass das nicht kaputt geht dann beim Rolling-Release? Ganz kurz gesagt ist Tumbleweed, das ist die Rolling-Release-Distribution. Es funktioniert folgendermaßen, wir machen im Prinzip einen Nightly-Snapshot. Und das Nightly-Image, dafür haben wir ein Testsystem, das nennt sich OpenQA. Da gibt es eine extrem große Zahl an automatisierten Tests. Da werden halt die täglichen Snapshots werden da gebootet und auf Herz und Niere durchgetestet. Da wird erstmal der Installer durchlaufen lassen, dann werden die verschiedensten Desktop-Umgebungen, die es gibt, installiert, dann werden da noch Programme nachinstalliert, dann wird geschaut, funktioniert mein Firefox, funktioniert mein Thunderbird, funktioniert meine Container Runtime, funktionieren diese Images, funktionieren jene Images, funktionieren Migrationen. Gut, das wäre jetzt eher der Leap-Fall, aber also OpenQA ist so ein richtiges End-User-Test-Framework. Man muss sich vorstellen, das kann im Prinzip all das machen, was ein Endnutzer machen kann. Also nach Teilen in einem Bild suchen, irgendwie irgendwo rumklicken, Tastatureingaben. Also so die ganzen Sachen, die immer Quality Assurance Leute machen müssen, die unglaublich langweilig sind und die man in so einem Maße nicht jede Nacht machen möchte. Und das macht OpenQA für uns automatisch. Also im Grunde einfach, ihr benutzt ein sehr robustes Testing-System quasi. Genau. Und nicht nur wir. Also OpenQA ist, wie der Name schon suggeriert, Open Source. Die Debian-Leute nutzen das auch, Fedora nutzt das sehr extensiv. In SUSE Linux Enterprise selber wird das auch sehr intensiv genutzt. Ich glaube, das GNOME-Projekt hat das eine Weile genutzt. Jetzt langsam fangen sie wieder an, das zu nutzen. CubesOS und was es da noch so alles gibt. Es wäre jetzt nicht so, als würden die alle zu uns kommen und sagen, wir nutzen das. Wenn Debian das auch benutzt, dann ist Debian unstable dann im Prinzip. Also wäre das dann eigentlich nicht auch in der Lage, dann so stabil zu sein wie SUSE, oder? Das kann ich, also prinzipiell ja, ich weiß aber nicht, in welchem Maße das Debian einsetzt. Daher, also wenn sie da die Energie reinstecken würden, ja, nur die Sache ist halt, wenn man sich das Repo mit unseren Tests anschaut, das sind viele. Da ist sehr viel Energie reingeflossen. Das ist nicht mal so, ich mache das an und dann macht das alles für mich. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, die da auch unsere Quality Assurance reinsteckt. Also das kann man definitiv nutzen. Es fängt einem halt auch eher so die einfacheren Sachen. Also man kann damit zwar theoretisch auch wirklich auf Metall testen, also zum Beispiel auf einem Laptop, aber das ist dann schon etwas anspruchsvoller. Da wirklich so eine Test-Coverage hinzukriegen, wie wir das haben, das erfordert halt schon so seine 10 Jahre Arbeit, die man da reinstecken muss. Prinzipiell, natürlich könnten die das machen, aber da fehlt vermutlich auch dann einfach die Entwicklerzeit dafür. Einfach allgemein die Frage, für wen ist denn OpenSUSE geeignet? Also SUSE Enterprise Linux ist natürlich dann für Enterprise-Geschichten Server wahrscheinlich, aber OpenSUSE dann? Naja, OpenSUSE, ich würde sagen, wir haben so eher zwei typische Personas. Das eine, das wäre eher der Power-User, der so sein und der Entwickler, die halt ihr neuesten Kram haben wollen. Und für die wäre Tumbleweed so der typische Use-Case. Weil da kriegen sie halt permanent ihre Updates eingespielt, kriegen ihre neueste Software, aber das System zerlegt sich halt nicht permanent.
Aber jetzt zu sagen, das ist alles Plain Sailing und funktioniert super, das, man muss halt immer mal seine Updates einspielen. Und für die Leute, die jetzt eher so wirklich der klassische Benutzer sind oder die halt einen Server haben wollen und den machen die an und dann wird der, das sollte man zwar nicht machen, aber viele machen das, die machen einen Server an und dann lassen die den stehen. Und dann schauen die nach einem halben Jahr drauf und wenn man das mit Tumbleweed macht, dann kommt man in Teufelsküche, weil in der Zeit hat sich da einfach alles geändert und das Upgrade wird dann schrecklich. Und da wäre dann eher lieb der typische Nutzer. Und wir haben halt auch noch ein paar weitere Spins, also eine relativ große Neuerung ist, das nennt sich OpenSUSE Slow Roll. Das ist einfach nur ein Tumbleweed, was, ich will nicht sagen langsamer rollt, es ist eigentlich, wird da immer ein Snapshot von Tumbleweed gemacht, dann wird eine bestimmte Zeit lang, werden nur Sicherheitsupdates eingespielt und dann wird alles, was in Tumbleweed dazwischen kam, wieder kommt als großes Update. Das ist dann so ein Zwischending aus Leap und Tumbleweed. Das ist dann für die Leute, die, ich will schon immer mal wieder das neueste Zeug haben und so das, und Leap ist mir dann doch zu alt, aber ich will nicht jeden Tag mein System updaten oder jede Woche, sondern ich will halt nur einmal die Woche ein kleines Update und dann einmal im Monat kriege ich halt vielleicht ein großes oder einmal alle 3 Monate. Und dann haben wir halt auch noch so die typischen immutablen Sachen. Da haben wir MicroOS, MicroOS Container Host, Ion, Kalpa und das sind dann so halt sowas wie Fedora Silverblue, nur eben mit einem etwas anderen Unterbau, aber auch so mit den typischen Desktop-Environments, was man da so rechnet. Für normale Desktop-Anwender wäre jetzt noch relevant, so Desktop-Environments, inwiefern shippt das mit einem Default oder gibt es verschiedene Versionen? Oder? Also da gibt es zumindest in den Standardvarianten, Leap und Tumbleweed, gibt es da, soweit ich weiß, kann man sich das komplett auswählen, wie man es machen möchte. In Tumbleweed ist eigentlich alles drin, von GNOME, KDE, XFCE, i3, Sway. Ich habe heute herausgefunden, dass wir Hyperland oder wie sich das nennt, shippen. Das haben wir jetzt auch. Ich wette, es gibt noch eine Menge, die ich vergessen habe. Aber zumindest der Installer, der dürfte die großen alle mitbringen. Für die kleineren muss man dann halt eventuell mit einem Net-Install oder macht eine kleine Installation und installiert sich danach. Aber ich würde sagen, ich als typischer i3-Nutzer ist das auch so das, was ich erwarte. Dass ich, dann habe ich mein kleines System, dann installiere ich mir i3 und dann passt das. Und unter Leap, da haben wir auch definitiv den GNOME, KDE Desktop, XFCE ist da auch drin. Ob was anderes drin ist, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber da sind auch die großen Sachen drin. Und die immutablen Varianten, die kommen halt direkt mit einem Desktop vorinstalliert und vorkonfiguriert, weil es da einfach, da will man halt direkt das System schon eingerichtet haben, weil da ist ja gerade der Sinn, dass man im Base OS nicht herumfuscht. Das wäre dann so ein bisschen doof, wenn wir den hier fusch in deinem Base OS rum und werd deine ganzen Vorteile von dem immutablen Distro los. Das wäre dann so kontraproduktiv. Wofür steht denn SUSE überhaupt? Also ganz früher stand SUSE, war das die Abkürzung für System- und Softwareentwicklung. So hieß die Firma. Die Spuren davon sieht man heutzutage immer noch. Die heutige Schreibweise von SUSE ist alles groß und manchmal sieht man es noch mit einem kleinen U. Das ist von damals. Inzwischen steht SUSE an sich jetzt für nicht, also ist einfach nur ein Name. Die Firma an sich ist halt primär groß geworden als Enterprise Linux Distributor. Das hat sich jetzt über die letzten 10, 15 Jahre auch erweitert. Die Firma hat jetzt halt auch einen bietet einem im Prinzip alles, was man braucht, um seine Enterprise-Server-Landschaft zu managen. Wir haben halt ein Server-Management-Tool, wo man seine ganze Flotte administrieren kann. Das ist SUSE Manager. Das Upstream-Projekt davon nennt sich Uyuni. Inzwischen gehört Rancher zu SUSE. Das ist dann, wenn man Kubernetes betreiben möchte, dann kann man dafür Rancher nehmen. Das haben wir sonst noch. Wir haben inzwischen gibt es auch ein Offering so für Edge. Dafür wurde Slee Micro gemacht. Das ist eine sehr runtergetrippte Distribution. Dann gibt es noch einen Haufen kleinere Sachen. Also sehr groß ist auch, SUSE ist vor allem bekannt für SLES for SAP. Das ist SUSE Linux Enterprise Server für SAP.
Das ist ein sehr, sehr großes Geschäft und das ganze Tooling drumherum. Ich würde sagen, so eine der Kernkompetenzen von SUSE tatsächlich ist, wir machen ein sehr sicheres Base OS. Das wird alles in einer abgesicherten, zertifizierten Umgebung gemacht. Wir haben ein echt super Security-Team, die dafür sorgen, dass halt bekannte Sicherheitslücken zeitnah gefixt werden, dass all unsere Pakete sauber gebaut sind und dass es sich das System auch nicht irgendwie bei Service Pack Upgrades zerlegt. Was machst du jetzt konkret bei OpenSUSE? Also bei OpenSUSE bin ich selber hauptsächlich Paketmaintainer. Ich kümmere mich im Moment kümmere mich hauptsächlich um die Containerisierungstools, also um Podman, Builder, Scopio und der ganze Abhängigkeitsrattenschwanz, der da hinten dran hängt. Das ist so unter anderem was, worum ich mich mit kümmere. Auch ein bisschen Docker. Und das ist so das, was ich hauptsächlich mache. Bis Vagrant aufgehört hat, Open Source zu sein, war ich dann Vagrant Maintainer und habe mich auch um die OpenSUSE Vagrant Boxen gekümmert. Und dadurch ist auch so ein bisschen der Ruby Stack, der gehört mir auch so ein bisschen, um den ich mich immer mal kümmern muss, wenn da wieder alle Sachen da so sich mal wieder Leute nicht drum gekümmert haben, dann update ich da auch immer wieder Dinge. Und ja, ansonsten, wo sich halt mal was konkret bietet. Gerade fummel ich ein bisschen in Go rum, aber noch nicht so viel. Mal schauen, was da noch draus wird. Genau, dann noch eine Frage. Wir können vielleicht mal kurz hier das Chamäleon. Weißt du da die Hintergrundgeschichte, warum das Logo ein Chamäleon ist, oder? Okay, das weiß ich wirklich nicht. Also ich weiß, dass das Chamäleon ist schon seit ewig und drei Tagen das SUSE-Logo. Also die allererste Version des SUSE-Logos ist noch in so ein, also das ist so aus den späten 90ern, sieht aus wie MS Paint. Es war garantiert nicht MS Paint, aber es sieht so richtig, richtig räudig gezeichnet aus. Kann man noch auf alten Archivbildern finden. Es sieht schon wild aus, aber das war schon damals ein Chamäleon. Aber die Hintergrundgeschichte dahinter, ich weiß nicht, ob es so wie mit Tux war, dass irgendein Pinguin einen der vier SUSE-Gründer gebissen hat. Weiß ich leider wirklich nicht. Das Chamäleon nennt sich Geeko, von Geek, aber wie es dazu gekommen ist, weiß ich leider auch nicht. Das ist alles vor meiner Zeit passiert. Also dafür gibt es das Projekt schon viel, viel zu lange. Noch eine allgemeine Frage, wie siehst du denn die Zukunft von OpenSUSE jetzt einfach? Also gibt es da irgendwelche Neuerungen oder irgendwelche interessanten Sachen, irgendwelche Entwicklungen? Also ich würde sagen, die wirklich interessanteste Entwicklung jetzt der letzten Zeit ist hauptsächlich Slow Roll, dieses gesnapshottete Tumbleweed. Und dass wir inzwischen, also MicroOS ist jetzt auch nicht unbedingt irgendwas Neues, aber wir hatten lange Zeit so eine als immutable Distro wirklich nur MicroOS und das war nur für einen Server-Einsatz gedacht. Und inzwischen haben wir halt auch so immutable Distros mit verschiedenen Desktops. Ich weiß, ein Kollege von mir, der arbeitet gerade an so einem immutablen Spin auf Sway-Basis. Also das wird vermutlich irgendwann noch kommen. Jetzt Konkretes, da kann ich selber zu nichts sagen, weil die OpenSUSE-Community zeichnet sich unter anderem halt auch dadurch aus, dass es ist nicht so, als hätten wir wirklich eine Roadmap, sondern die Community lebt so ein bisschen dadurch, dass sie den Leuten, die was machen wollen, denen gibt sie die Tools in die Hand und so, du hast eine geile Idee und du willst sie verwirklichen, ja hier, mach! Tob dich aus und wenn du dann OpenSUSE-Sticker drauf machen willst, dann kriegen wir das hin, so jetzt mal ganz salopp gesagt. Aber das macht natürlich ich kann ja jetzt nicht in meine, also wenn ich eine Kristallkugel hätte, in die ich schauen könnte, in einem Jahr hat der... Macht die Planung schwieriger. Dann. Ja, daher kann ich da leider relativ wenig zu sagen, was so groß an Plänen ist. Es wird, der Plan ist zumindest, dass nächstes Jahr werden wir irgendwie an einer neuen Leap-Version arbeiten, an Leap 16. Aber was da konkret ist, weiß ich leider nichts. Dann vielen Dank. Ja, ich danke euch für das Interview.